Hallo und herzlich willkommen im Keller. Thema heute, ein sehr erfreuliches, und zwar dem Michael, seine Masterarbeit ist fertig. Der eine oder andere wird sich, also die ist schon länger fertig im Übrigen, aber steht zumindest drauf. Aber der eine oder andere wird sich erinnern, mal an einer Umfrage teilgenommen zu haben, in der so schöne Dinge drin standen, wie weshalb gehen wir eigentlich in den Wald? Wir, die wir uns vielleicht als Bushcrafter oder Survivalist klassifizieren. Ist ein sehr spannendes Thema und innerhalb dieser Arbeit finde ich auch die Frage, wie man sich denn bezeichnen würde. Fühlt man sich einer bestimmten Definition ganz vorsichtig zu genießen, das Wort Definition in diesem Zusammenhang auch. Fühlt man sich der zugehörig oder eben nicht? Viele fühlten sich nämlich eben nicht einer Gruppierung wie Bushcrafter oder Survivalist zugehörig. Ja, aber ich gehe schon zu sehr ins Detail. Ich möchte erstmal schnell sagen, eben besagte Masterarbeit, die ich euch selbstverständlich verlinke, nennt sich Bushcraft und Survival in Deutschland, eine Befragung zu Tätigkeiten, Motivationen, Natureinstellungen. Und ist vom Stellenwert her tatsächlich die allererste wissenschaftliche Untersuchung, die ich zu diesem Thema jemals irgendwo entdeckt habe. Auch sehr frisch und offiziell eingereicht am 4.10.2016. Also aktueller geht's kaum. So viel dazu. Und dann möchte ich selbstverständlich dem Verfasser, dem Michael, ganz herzlich gratulieren zu eben dieser Masterarbeit, die mir alles in allem wirklich sehr, 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 sehr gut gefällt und unglaublich spannend für mich ist. Also es ist ein Genuss, das zu lesen und sich Gedanken zu machen um die entsprechenden Ergebnisse, die du da hast. Das ist für mich persönlich wirklich was, wo ich lange nachgesucht habe, was mir auch jetzt sehr viel Freude bereitet, einfach darüber nachzudenken und zu überlegen, was könnte das und so weiter und so fort. Und ich will da gar nicht zu viel in diese Richtung sagen, aber es ist einfach wirklich mal schön zu wissen, wie tickt denn unser diffuser Haufen, wenn man ihn ein kleines bisschen weniger diffusiert. Das Wort gibt es, glaube ich, nicht. Ja, und also demzufolge, lieber Michael, herzlich willkommen im Club. Ich gehe mal davon aus, du hast jetzt dann auch deinen Master und ja. Vielen Dank fürs mir erlauben, dass ich das entsprechend hier auch verwerten und verwursteln darf und entsprechend ein Video drüber machen darf. Und das tue ich jetzt. So, dann möchte ich noch schnell loswerden. Ein weiteres Dankeschön und zwar an die Teilnehmer, die bei dieser Umfrage teilgenommen haben und das aufgrund meiner Werbung für entsprechende Umfrage getan haben. Denn es ist so, dass ich ja ein wenig. Ich habe hinterher wirklich so ein bisschen Bammel gekriegt, in Anführungszeichen, weil ich ja gesagt, dem Michael vielleicht ein bisschen großmäulig versprochen habe, dass ich ihm ein paar Teilnehmer besorgen kann. Sag mal ganz vorsichtig, ein paar Teilnehmer zu seiner eben entsprechenden Umfrage. Und nachdem ich ihm da dann auch eine ja doch recht optimistische Menge vielleicht versprochen hatte, habe ich dann hinterher großes Muffensausen gekriegt, ob ich da nicht ein bisschen großmäulig gewesen bin und ob das wirklich funktioniert, ob da meine Reichweite in Anführungszeichen groß genug ist, um da wirklich ein paar Leute zusammenzukriegen. Und jetzt muss ich sagen, dass ich doch sehr positiv überrascht bin. Und generell haben da wirklich viele Leute mitgemacht, auch viel mehr als man denkt. Und der Michael schreibt es auch unter anderem in der Diskussion, dass es erstaunlich ist, doch wie viele Leute daran teilgenommen haben. Das würde man jetzt subjektiv, wenn man natürlich, man muss ja subjektiv erstmal irgendeine Meinung zu dieser Grundgesamtheit von Bushcraftern haben, weil es halt keinerlei Daten eben dazu gibt. Und subjektiv wäre man wahrscheinlich von einer deutlich niedrigeren Teilnehmerzahl ausgegangen. Dass jetzt da doch so viele dran teilgenommen haben, sorgt halt eben dafür, dass ich mir jetzt nicht wie der letzte Dummschwätzer vorkomme, der gesagt hat, ja, kriegen wir ein paar Leute zusammen und am Ende machen da drei mit. Deshalb herzlichen Dank eben auch an euch, liebe Zuschauer, die nicht der Michael sind, fürs Teilnehmen an besagter Umfrage. Das ist mir jetzt wirklich eine sehr positive Überraschung und ich fühle mich irgendwie, auch wenn das natürlich in keinster Weise jetzt wirklich was direkt mit mir zu tun hat, in meinem Tun auch ein wenig bestätigt, dass wenn ich Werbung mache und euch bitte da teilzunehmen, dass das dann wirklich so viele machen, das bedeutet mir jetzt einfach viel.
sagen wir es mal, so emotional, wie es tatsächlich ist. Da bin ich wirklich sehr positiv überrascht und begeistert und ein bisschen eingeschüchtert von meiner eigenen Reichweite, in Anführungszeichen. Heieieiei. Ja, also wie gesagt, herzlichen Dank. Das ist wirklich, ja. Ich bin da noch am Verdauen. Das hat mich jetzt doch ein wenig mit dem Holzhammer erwischt, als ich dann gesehen habe, wie viele Leute da mitgemacht haben und da so ungefähr wohl die Hälfte, wenn ich das richtig gelesen habe, angaben, alle mit Vorsicht zu genießen, lest euch das ruhig selber durch und guckt nochmal, ob der Ben Schwachsinn erzählt. Ungefähr die Hälfte, vielleicht auch aufgrund dessen, dass ich da entsprechend vielleicht Werbung gemacht habe, da jetzt da so dazugekommen ist, und dann sind das ja doch schon einige. Und ja, da bin ich jetzt am Rumdrucksen und sehr positiv überrascht, wie gesagt. Gut. Ich fand diese Arbeit toll und hatte ja gesagt, dass es wichtig wäre, daran teilzunehmen, weil ich jetzt in eigener Arroganz einfach mal gerne was hätte, was Papierernes, was Belastbares, einfach mal irgendein Ergebnis, um auf Nachfrage oder auch nicht auf Nachfrage oder einfach allgemein mal ein bisschen was aussagen zu können, was hieb- und stichfestes zu eben dieser Gruppierung der Menschen, die gerne in den Wald gehen, so könnte man es dann wirklich alle zusammenfassen, und das eben im erweiterten Ausmaß tun. Ich sage immer erweiterter Waldbesucher, das ist so mein persönlicher Begriff für mich selber im Hirn, ja, sozusagen einfach meine Kanalzuschauer quasi auch zu klassifizieren, weil die meisten, die mein Zeug gucken, dann halt eben auch jemand ist, der theoretisch gerne in den Wald geht und da halt eben noch was anderes macht, als mit dem Hund eine vordefinierte 3-Kilometer-Runde zu drehen und den Wald wieder zu verlassen. Also wenn man es definieren wollte, dann verstehe ich den erweiterten Waldbesucher als jemanden, der auch mal vom Weg runter geht im Wald und dann da irgendwas anderes zu tun, als da einfach nur rumzulaufen. Pflanze angucken, Bäume bestimmen, Holz sammeln, schnitzen, was basteln, einen Bogen bauen. Ja, und der Michael thematisiert es auch, eben das große Thema, was uns scheinbar alle vereint: Feuer machen. Kurzer Schnitt an dieser Stelle. So. Und ja, jetzt werde ich mir das Vorgeplänkel ein bisschen abkürzen. Ich könnte da jetzt theoretisch noch diverse andere tolle Sachen zu erzählen. Also, toll in Anführungszeichen, aber das geht wirklich zu weit. Das wird schon sowieso noch ein lang genuges Video. Bloß keine Sorgen machen, wer sich beschwert, dass mein Zeug in letzter Zeit kurz gewesen ist. Also ja, gut, für meine Verhältnisse natürlich schon, aber nee, da gibt es jetzt reichlich zu sagen. So, denn wir werden uns jetzt mal diese Arbeit entsprechend vornehmen und da mal gucken, was da meine Interpretation des Ganzen ist. Wichtig ist da jetzt noch zu sagen, dass das deshalb da keinesfalls bedeutet, dass dem Michael seine Interpretation falsch wäre. Teilweise habe ich einfach noch ein paar Dinge, die ich einfach darüber denke. Meinung, eigene, meine. Und die möchte ich einfach nicht ganz für mich behalten und da, ja, das einfach mal in den Raum schmeißen, weil ich mir wirklich denke, dass das den einen oder anderen interessieren könnte. Einfach was den Stellenwert der Ergebnisse nochmal angeht. Es ist ohnehin nicht möglich, dass der Michael selber den Stellenwert seiner eigenen Arbeit so sehr positiv bewertet, wie ich das jetzt möglicherweise tun werde. Weil das kommt gar nicht gut, ne? Das darf man selber nicht machen. Deswegen mache das jetzt ich. Und ich habe außerdem natürlich die Möglichkeit, da ich hier jetzt auf YouTube hocke, auch das Ganze ein bisschen abseits der wissenschaftlichen Denkweise noch ein bisschen überzuinterpretieren und nicht ganz so objektiv da jetzt ranzugehen, wie das eigentlich beim wissenschaftlichen Arbeiten notwendig und üblich ist. Und deswegen, ja, man darf, nur weil ich jetzt vielleicht eventuell was anderes sage als der Michael, da in keinster Weise davon ausgehen, dass der dann nicht recht hat. Ne? Also das wäre mir wichtig, dass das von vornherein mal klar ist, und das soll auch alles keine Kritik sein. Wer was Schriftliches in die Welt setzt, der hat immer grundsätzlich das Problem, dass es dann andere Leute gibt, die das lesen und dazu dann eine Meinung haben. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass es mitunter ein bisschen eklig sein kann, wenn man die Meinung der anderen Leute dann auch noch erfährt. Und deswegen das nun mal so als kleiner Disclaimer, dass ich da in keinster Weise natürlich was wirklich Negatives anzumerken hätte. Beziehungsweise,
winzige Kleinigkeiten und die behalte ich für mich. Und es ist eine andere, es ist auch eine, ja, Wahrnehmungsfrage. Den einen mag an einer wie auch immer gearteten Arbeit das eine stören, der andere den stört wiederum das. Und ein gewisses Bashing anderer Leute arbeiten gehört zur wissenschaftlichen Arbeit auch durchaus dazu. Aber wie gesagt, das will ich jetzt alles sein lassen. Das war jetzt wirklich nur so ein bisschen als Hintergrund zu verstehen. So, für die Nichtwissenschaftler unter uns, ganz kurz, wenn ich jetzt schon hier meine wissenschaftliche Arbeit bespreche, dann kann ich dazu auch nochmal zur Struktur dieser selbrigen ein paar Worte sagen. Es ist generell so, dass man, also da gibt es ein bisschen Unterschiede im Ansatz her, aber eine wissenschaftliche Arbeit ist gegliedert, also so eine Abschlussarbeit vor allen Dingen, in eine Einleitung, wo zum Thema hingeführt werden soll. Teilweise umfasst die noch einen sogenannten Stand des Wissens, wo man dann reinschreibt, was ist bisher bekannt zum entsprechenden Themengebiet. Das ist je nachdem, welcher Prof das haben will, mal mehr, mal weniger ausführlich. Und je nachdem, wie unerforscht das entsprechende Themengebiet ist, macht ein Stand des Wissens natürlich überhaupt keinen Sinn. Deshalb gibt es bei Michael logischerweise keinen, weil es gibt überhaupt kein Wissen, was man da hinschreiben könnte. Dann ist die Frage nach Material und Methode, ist auch so ein bisschen unterschiedlich, dass man beim Material quasi dann angibt, was hat man für diese Untersuchung eigentlich verwendet. Bei einer Umfrage kann man hier schlecht hinschreiben, ja, die und die Gruppierung von Leuten, die ich was gefragt habe. Also kann man schon theoretisch hinschreiben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meine Masterarbeit denke, da war das Material verschiedene Waldbestände, die ich dann entsprechend bodenkundlich beprobt habe. Dann ist das relativ einfach zu sagen, was das Material ist. Je nach Forschungsfrage macht es also keinen Sinn, ein Material anzugeben. Die Methode, das ist wichtig, das ist eben die entsprechende Forschungsmethode, mit der man das zu untersuchende Objekt, die Forschungsfrage in Anführungszeichen bearbeitet. Und im Fall von Michael ist das halt eben, dass er einmal eine Expertenbefragung durchgeführt hat. Also er hat jetzt ein völlig unerforschtes Gebiet mittels, ja, im weiteren Sinne, ja, auch im engeren Sinne empirischer Sozialforschung untersucht quasi, und hat qualitative und quantitative Methoden verwendet, ein Mix aus beiden, was eine gute Idee ist, wenn das Ganze noch überhaupt nicht erschlossen ist. Und das geht extrem in die entsprechende wissenschaftliche Richtung. Und ich muss sagen, ich bin ja kein großartiger empirische Forschungsexperte. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen und weiß auch nicht, was die Alternative, also ich habe ein paar Theorien, aber das ist zu vage, als dass man das jetzt hier rausposaunen sollte. Und das sollte man den Leuten überlassen, die dann damit sich auch wirklich intensiv beschäftigt haben. Und das wäre in diesem Fall der Michael. Und da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das halt alles ihm zufolge alles ganz richtig gewesen ist. Was er jedenfalls gemacht hat, ist Experten befragen, und zwar Survival-Trainer, also Leute, ja, hauptberuflich Leute in den Wald schicken und so Würmer fressen lassen, in Anführungszeichen. Und Experteninterviews eben gemacht und hat dann darauf aufbauend eben noch den Online-Fragebogen entwickelt, den wir, ich ja auch, und eben viele von euch dann entsprechend ausgefüllt haben und dessen Ergebnisse dann auch entsprechend wieder ausgewertet. Und dieses Resultat, diese Auswertung ist dann der Ergebnisteil in einer wissenschaftlichen Arbeit, der auf die Methode folgt. Da soll man, so habe ich das zumindest mal gelernt, die Ergebnisse einfach mal nennen. Schön darstellen, was ist da bei allem rumgekommen, die entsprechenden Forschungsfragen, die man für die Arbeit hatte, die sollte man vorher auch nochmal irgendwo genannt haben im Übrigen. Meistens am Ende der Einleitung ist so ein klassischer Weg, die Forschungsfragen einzubauen. Und ja, die soll man dann quasi anhand der Daten, die man in den Ergebnissen hinschreibt, in Anführungszeichen beantworten. Ja. Zum Beispiel, man hat die Forschungsfrage, inwiefern beeinflusst die Baumartenzusammensetzung den Bodennährstoffgehalt. Da muss man in den Ergebnissen halt eben entsprechend hinschreiben, dass man jetzt hier einen Buchen-Douglasien-Bestand hat und nebendran einen Buchenbestand und feststellen muss, dass im Buchen-Douglasien-Bestand tatsächlich der Humusabbau ein wenig beschleunigt ist, wodurch die Nährstoffe schneller freigesetzt werden, um mal ein Beispiel aus meiner Masterarbeit entsprechend zu zitieren. So, und dann gibt es am Schluss noch die sogenannte Diskussion. Da geht man dann darauf ein, sozusagen seine Ergebnisse eher zu interpretieren. In den Ergebnissen werden sie nur genannt. Fakt. Das ist das Ergebnis. Hier steht jetzt eine Zahl. Bäm.
Und damit musst du jetzt quasi leben. Und wie diese Zahl jetzt nun einzuordnen ist, in das, was man schon weiß, in das, was man noch nicht weiß, was es möglicherweise bedeuten könnte für die Nachwelt, den Stellenwert dieser Ergebnisse oder auch hinterfragen, inwiefern diese Zahl denn jetzt nun realistisch ist, die da rausgekommen ist oder ob einem möglicherweise ein Fehler hinterlaufen sein könnte, das ist alles Teil der Diskussion, dem letzten Kapitel einer wissenschaftlichen Arbeit. Kritisch die eigene Arbeit sozusagen hinterfragen, denn darauf basiert unser Wissenschaftssystem weltweit. Falsifikation. Wenn man irgendwas versucht zu beweisen, wissenschaftlich, muss es hinterher falsifiziert werden. Soll heißen, man versucht mit auf Teufel komm raus, sich selbst zu widerlegen. Und ein Ergebnis ist nur dann gut, wenn man es nicht selbst widerlegen kann, beziehungsweise wenn es sich nicht widerlegen lässt. Es muss aber trotzdem immer noch widerlegbar sein. Sonst ist es keine wissenschaftliche Formulierung. Aber das ist Wissenschaftstheorie, das mag den einen oder anderen Wissenschaftler, der sich hier noch rumtummelt, eventuell interessieren, aber ich glaube, die breite Masse dann wieder nicht mehr. Aber ich wollte es jetzt trotzdem einfach mal gesagt haben, das war mir jetzt ein wichtiges Anliegen, mal erklärt zu haben, wie eine wissenschaftliche Arbeit ganz grob vom Aufbau her ungefähr funktioniert. So, und jetzt gehen wir mal hier bei Michael rein. Das dürft ihr alles gerne selber lesen, die Einleitung und den Hintergrund. Seine Forschungsfragen solltet ihr euch auch mal angucken, die stehen auf Seite Nummer 10. Dann haben wir den methodischen Ansatz, der ist halt eben für Laien wahrscheinlich relativ uninteressant und kann notfalls übersprungen werden, es sei denn, jemand will das unbedingt lesen. Und dann gibt es natürlich, das ist jetzt das Wesentliche, die Ergebnisse. Allerdings, bevor wir zu den Ergebnissen gehen, wäre vielleicht noch auf Seite 23 die Durchführung der Online-Erhebung, Abrufverhalten der Teilnehmer interessant, weil man da noch mal ein bisschen was rausfinden kann, wer denn die Teilnehmer eigentlich sind, die da beziehungsweise wie viele Leute da teilgenommen haben und wieder abgebrochen worden ist, wenn unterwegs abgebrochen worden ist. Und da fange ich jetzt mal an, quasi in die Arbeit einzusteigen. Gehen wir mal auf Seite 23. Jo, und da steht dann, dass die Umfrage insgesamt 1462 Mal aufgerufen wurde. Das ist enorm. Das ist wirklich viel, 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 viel mehr, als ich gedacht hätte, was da wirklich bei rauskommt. Und ja, das ist wie bei YouTube-Videos. Aufrufe sind nicht gleich Leute, die das dann auch zu Ende angeguckt haben, beziehungsweise bei der Umfrage halt eben bis zum Ende dabei geblieben sind und wirklich alles ausgefüllt haben. Das ist durchaus ein gewisser Unterschied. Gestartet wurde die Umfrage nämlich nur 990 Mal. Das heißt, statt 1500 nur noch 1000 Leute dann dabei, ganz grob. Und das sind dann insgesamt immer weniger geworden. Unterwegs ein paar abgebrochen nach den ersten drei Fragen. Weitere 220 Personen waren dann da weg. Ersten drei Fragen waren die Einordnung der Begriffe Bushcraft, Survival und anderes. Offene Angaben der Motivation und vorgegebene Motivationsfaktoren, da kommt man gleich noch dazu, sollten aber beurteilt werden. Und dann hatten wir noch 670 gültige Fälle übrig und da sind dann noch nach und nach noch so ein paar weitere Leute abgesprungen insgesamt. Die Endseite der Befragung wurde noch 599 Mal aufgerufen. So. Jetzt hat er noch ein bisschen statistisch hier stehen, das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Und jetzt gehen wir weiter zu den Ergebnissen. So, an dieser Stelle mache ich das jetzt so, das darf ich ja dankenswerterweise, nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, dass ich euch die jeweiligen Grafiken über die sprechen werde. Ich werde größtenteils über die Grafiken sprechen, denn das macht man so. In der Regel zumindest. Da werde ich euch die jeweiligen Grafiken einblenden. Ich sehe sie dann auf dem Bildschirm, ihr seht sie auch auf dem Bildschirm und eventuell meine Fräse noch im Hintergrund oder die Grafik im Hintergrund oder je nachdem, das werden wir dann sehen. So, und das kauen wir jetzt wirklich gnadenlos
alles durch und ich sage euch jeweils, wie das zu bewerten ist, weil ich ja auch die ganze Arbeit schon gelesen habe und versuche dann in der Hoffnung, dass das einigermaßen mit dem Michael seiner Meinung konform geht, eben diese dann da auch noch ein bisschen mit aufzugreifen und dann diskutieren wir jetzt halt eben entsprechend mal die Arbeit und ich habe nochmal, ich habe wirklich Angst, dass ich da irgendwie dem Autor ein bisschen zu nahe trete und da hoffentlich es keinen Konflikt jetzt gibt. Sowas kann wirklich schnell mal in die Hose gehen unter Forschern, dass wenn dann solche Ergebnisse besprochen werden, man da gerne mal ein bisschen beleidigt ist und so weiter und so fort. Hier, der war da relativ häufig beleidigt, der da weiter oben. Oh, das war ganz schwierig, mit dem da klarzukommen. Der hatte immer recht und wenn jemand anders mal recht haben wollte, dann das ging überhaupt nicht. Rückwirkend muss man natürlich sagen, dass er wahrscheinlich meistens tatsächlich recht gehabt hat. Kamera ist gerade ein bisschen schwer zu bedienen. Aber ja, ich will damit nur darauf hinaus, dass das wirklich nicht immer ganz einfach ist. Wie kriegt man zwei Forscher unter einen Hut, indem man einen totschlägt? Das gibt es auch in vielen anderen Bereichen, Variationen dieses Spruchs. Gut. Bundesland. Interessanterweise haben wir viele Leute aus Nordrhein-Westfalen, wir haben viele Leute aus Baden-Württemberg und wir haben viele Leute aus Bayern. Interessant ist jetzt zu der ganzen Frage nach dem Bundesland, wenn man das auf einer Karte einträgt, die ist im Anhang zu finden, das sind so Pünktchen, wer wie wo teilgenommen hat, über die Bundesrepublik verteilt, das deckt sich ungefähr einfach mit der Bevölkerungsdichte. Es gibt also keine Besonderheiten. Man kann jetzt also nicht sagen, dass Einwohner des Bundeslandes XY häufiger in den Wald gehen oder eher Bushcrafter sind als Einwohner des Landes, was auch immer. Deswegen ist das ist auch ein Ergebnis. In diesem Fall haben wir jetzt diesen klassischen Fall, der relativ oft vorkommt, gar viel öfter als man eigentlich denkt, dass man bei einer Forschungsvorhaben das Ergebnis bekommt, es gibt keinen Zusammenhang. Also kein Ergebnis ist auch ein Ergebnis, nämlich einfach, dass es nichts Besonderes zu sagen gibt zu diesem Punkt. Also es gibt keine Zentrierung der Bushcrafter zum Beispiel in Bayern. Dass es da mehr gäbe als sonst wo. Also zumindest keinen signifikanten Zusammenhang. Vielleicht mag das so sein, aber dann kann man es zumindest hiermit jetzt erstmal nicht nachweisen. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, warum das so sein sollte. Deshalb gehen wir einfach mal davon aus, dass wir ungefähr gleich verteilt sind über Deutschland. Es gibt eine Tendenz zu den neuen Bundesländern, dass da doch relativ wenig Leute jetzt an der Umfrage teilgenommen haben. Das weiß ich auch so ein bisschen aus meiner Kanalstatistik, dass ich von daher auch da ein bisschen weniger Zuschauer habe. Ich gehe übrigens ganz subjektiv davon aus, dass die Ergebnisse, die hier in dieser Studie drin sind, sich auch ungefähr ja, mit dem Großteil meiner Kanalzuschauer deckt. Dass also quasi die Ergebnisse dieser Arbeit Aussagen über meine Kanalzuschauer sind. Da gehe ich einfach von aus. Das kann ich zwar nicht beweisen, aber ich könnte es mir gut vorstellen, zumal eben auch viele, viele, viele von euch da eben dran teilgenommen haben. So, jetzt was Spannendes, was die Demografie angeht. Da habe ich jetzt kein Bild zu, aber braucht man auch nicht, denn an der Umfrage nahmen 94,5% Männer teil, 4,3% Frauen und tatsächlich waren noch 0,4% anderen Geschlechts. Und 0,9% machten keine Angabe zu dieser Frage. Das deckt sich auch recht gut mit dem, was eben bei mir im Kanal ungefähr das ist. Ich habe einen geringfügig höheren Frauenanteil, aber nicht viel. Und es ist schlicht und ergreifend ein ganz, ganz, ganz stark männlich dominiertes Hobby, im Wald rumzuschleichen. Frauen machen das in der Regel, ohne jetzt denjenigen, die es gibt, die gibt es ja, ich lese es ja immer mal wieder in den Kommentaren natürlich, zu nahe treten zu wollen. Also in keinster Weise, das finden wir Männer garantiert alle ganz großartig, dass es auch ein paar Frauen gibt, die sowas machen. Ja, aber es ist halt eine Tatsache, dass es eher ein männerdominiertes Hobby ist. Und das haben wir jetzt tatsächlich, abgesehen von meiner Kanalstatistik, jetzt auch nochmal anhand dieser Umfrage zusätzlich verifiziert. Ich denke, man kann also inzwischen durchaus mit gutem Gewissen sagen, es ist so. Interessant ist, dass 62,8% der Befragten keine eigenen Kinder haben. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr vorgestellt. War mein erster Gedanke, habe dann aber auch noch mal ein wenig recherchiert. Das deckt sich auch so ungefähr mit dem bundesdeutschen Durchschnitt. Das ist keine großartige Besonderheit, weil
Manche Leute haben ja wieder mehr Kinder und dann ergibt sich ja irgendwie dieser Durchschnittswert von, glaube ich, 1,3 Kindern pro Person, irgendwie sowas. Das ist dann schon in Ordnung, das ist also nichts Besonderes. Bildung, Beruf und Einkommen, hier gibt es eine kleine Besonderheit, wie der Michael dann später auch noch entsprechend schreibt, dass in etwas höherer als jetzt normal, ein etwas höherer Anteil Leute mit höheren Bildungsabschlüssen an dieser Umfrage teilgenommen haben. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass generell solche Leute tendenziell eher an Umfragen teilnehmen, tendenziell eher Lust haben, an einer wissenschaftlichen Studie mitzuarbeiten. Das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Aber wenn wir jetzt einfach mal die Gründe weglassen und davon ausgehen, dass das jetzt repräsentativ wäre, und da muss man jetzt vielleicht noch dazu sagen, das ist es natürlich nicht. Es ist nur so ein ganz grober erster Überblick. Man kann jetzt also nicht sagen, okay, es sind exakt 54,4% und das ist jetzt wasserdicht. Es ist nur so eine Tendenz, ja? Also nicht überinterpretieren natürlich die Ergebnisse. Das geht auch gar nicht. Man kann nicht anhand einer einzigen Umfrage jetzt wirklich mit Sicherheit sagen, so ist es und nicht anders. Ja, also ein tendenziell höherer Anteil als bei Normalverteilung Leute mit höheren Bildungsabschlüssen. Sprich, ja, das ist natürlich auch wieder jetzt relativ logisch auch irgendwo auf meinem Kanal, dass der eine Forstwissenschaftler, der sich hier auf YouTube rumtreibt, dann natürlich ein bisschen eher die etwas gebildeteren Leute anzieht, als jetzt diejenigen, die Prank-Videos oder Bibis Beauty Palace oder was auch ich was angucken. Davon abgesehen, dass das dann wahrscheinlich Frauen sind im letzteren Fall. Und die gucken ja sowieso mein Zeug nicht. Und es macht irgendwo Sinn, ne? Und ganz wichtig übrigens nochmal bei dieser Sache mit dem Bildungsniveau, es geht um das formale Bildungsniveau. Ich habe auch schon Leute getroffen, die haben überhaupt keinen Schulabschluss und haben trotzdem viel mehr Ahnung von allem als ich, in Anführungszeichen. Also, nur mal, um das klarzustellen, dass man da jetzt niemanden bitte benachteiligen möchte. Ganz paar Schüler. Und interessant ist übrigens, ja, die Berufsgruppen. War jetzt für mich nicht so spannend. Die allermeisten sind natürlich Angestellte, wie halt eben auch sonst. Es gibt relativ wenig Leute der Kategorie Arbeiter. Was ist ein Arbeiter? Zum Beispiel jemand, der bei Daimler am Band schafft. Zum Beispiel. Davon gibt es dann doch eher weniger. Kann ich irgendwo verstehen, wenn ich den ganzen Tag Schichtdienst habe und am Band schaffe oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob ich dann noch Bock habe, großartig im Wald rumzuschleichen. Andererseits vielleicht gerade dann. Meine subjektive Wahrnehmung, die jetzt auf keinerlei irgendwelcher Statistik oder sonst was basiert ist, das ist relativ viele Leute, die einen computerintensiven Bürojob haben. Also sei es zum Beispiel ein Wissenschaftler, der hat auch ganz viel am Computer. Ein, was weiß ich. Bürokaufmann oder also all solche Leute, dass davon wirklich sehr, sehr, sehr viele im Wald rumrennen. Also es gibt erstaunlich viele, also auch ITler vor allen Dingen. So, zum Einkommen gab es auch nichts Besonderes und ja, dann blende ich euch dazu entsprechend jetzt wieder eine entsprechende Grafik ein. Da sehen wir das monatliche Haushaltsnettoeinkommen unten links. Das ist nichts Besonderes. Also Bushcrafter, das sind nicht besonders reich. Nicht besonders arm. Vielleicht sind es ein paar mehr Leute, die dazu keine tendenziell keine Angabe machen wollen, was ich gut verstehen kann. Dann Status des Hauptberufs in Prozent ist links oben. Die allermeisten sind wie gesagt Angestellte und der Rest behält sich ungefähr im normalen Verhältnis. Ja, Arbeiterinnen, wie gesagt, das sind jetzt tendenziell ein bisschen weniger. Das werden bei der Normalverteilung ein paar mehr. Das Alter in Jahren ist ganz interessant, dass von 12 bis 70 alles dabei ist. Das ist wirklich ganz interessant, aber auch das ist so ungefähr. Ja, nicht ganz die Altersverteilung der Bundesrepublik. Da wäre dann nochmal tendenziell ein bisschen mehr in Richtung, oder vielleicht ist es auch gerade die aktuelle, ich kenne sie nicht, aber es gibt jedenfalls keine besonderen Auffälligkeiten. Kann man nicht sagen, dass da irgendwas besonders auffallen würde. Was aber auch wieder interessant ist, das deckt sich sehr, 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 sehr gut mit der Altersverteilung meiner Zuschauer in meiner Kanalstatistik, wenn man sich das dann mal anguckt. Das ist nahezu wirklich deckungsgleich. Von daher bestätigt nochmal so ein bisschen die Angaben dieser Arbeit für mich selber, weil die Kanalstatistik, die ist ja auch von einem, was Datensammeln angeht, durchaus sehr zuverlässigen Unternehmen erstellt worden, Google. Und da kann man sich, glaube ich, ganz gut drauf verlassen.
So, ich weiß es nicht und ich habe es bisher noch nicht so ganz begriffen, warum freiwilliges Engagement nach Bereichen in Prozent rechts unten wichtig ist. Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, aber das muss auch nichts Negatives sein, keinster Weise. Gut. Ganz, ganz interessant ist jetzt Kapitel 3.2 auf Seite 36, wer da mitlesen mag, wäre Selbstverständnis. Und zwar geht es da einfach um die Frage, als was würde man sich denn bezeichnen, wenn man sich quasi aussuchen möchte, ob man ein Bushcrafter, ein Survivalist oder was anderes ist. Und ja, das ist wirklich interessant. Ganz interessant, zumal diese Begriffe, die stehen zwar im Raum, aber richtig definiert sind die halt eben noch nicht. Und ich werde mir mal in einem kommenden Video intensivst Gedanken machen, was man da nicht vielleicht eventuell an Definition zustande bringen könnte. Aktuell kann man das nicht wirklich so richtig definieren und ich möchte mir einfach mal eine Definition versuchen. Das ist ja mein gutes Recht als derjenige, der hier jeden Scheiß erzählen kann, den er lustig ist. Ach ja, schöne neue Welt mit Internet und YouTube und so weiter und so fort. aber das spielt hier jetzt erstmal keine Rolle. Interessant ist halt, dass wir 60,1% Bushcrafter haben, die sich auch so bezeichnen würden. Dann haben wir nur in Anführungszeichen, ich habe da so ein paar Theorien, warum das so ist. 13,7% Survivalisten und einen sehr hohen Anteil, auch das überrascht mich eigentlich nicht, von 26,2% anderes. Also Leute, die sich nicht in irgend so eine Schublade stopfen lassen wollen. Das deckt sich wirklich auch wieder sehr, sehr gut eben mit dem, was mein Kanal so hergibt, was ich da Informationen rauslesen kann. Jetzt habe ich natürlich keine von Google gemachte Statistik, wer ein Bushcrafter und wer ein Survivalist ist. Das erfasst Google nicht, weil die Begriffe ja auch gar nicht definiert sind und man das nicht irgendwo bei Google angeben muss, was man sich jetzt ansieht, wenn man sich ein YouTube-Konto erstellt, ist ja klar. Aber anhand der Kommentare einfach deckt sich das so ganz gut mit meinem subjektiven Eindruck. Weshalb ich diese Arbeit auch so toll finde, weil sie viele meiner subjektiven Eindrücke jetzt ein wenig objektiver macht und deutlich weniger ja, subjektiv. Jetzt sage ich es zum fünften Mal in diesem Satz.